Liebe Autoenthusiasten, wir sind heute unterwegs in der neuen S-Klasse, in keiner geringeren als der AMG S-Klasse mit sage und schreibe 585 PS. Aber bevor wir dieses Kraftwerk anschmeißen können, muss ich mich hier erstmal orientieren, denn die ist komplett neu gestaltet worden. Und da muss man sich natürlich erstmal anschauen, was wir hier für Schalterchen und so weiter und so fort haben. Und natürlich ganz wichtig, als erstes schmeißen wir den Wagen mal an. Und dann haben wir hier die Einstellungsmöglichkeiten. Komfort, Sport. Das werden wir jetzt erstmal komfortabel beginnen den Tag. Genauso haben wir hier verschiedene Fahrmodi für unser Motoransprechverhalten und so weiter und so fort. Wir haben einmal einen Komfortmodus, nenne ich ihn einfach mal, Sportmodus und einen manuellen Modus. Werden wir alles natürlich ausprobieren. Und ansonsten, was haben wir noch Neues? Unter der Armauflage verbirgt sich noch ein Telefontastenfeld. Das brauchen wir jetzt aber auch erstmal nicht. Ansonsten, ich meine, die S-Klasse wurde uns ja als nichts Geringeres als das beste Auto der Welt angekündigt, was jetzt noch weiter verbessert wurde. Und wer die Klappe so weit aufreißt, der muss sich natürlich auf einen ganz harten Test gefasst machen. Ansonsten haben wir jede Menge Technik, dass ich fast gar nicht mehr glaube, noch überhaupt selber fahren zu müssen. Also ich kann nur erzählen, der Wagen fährt von ganz alleine. Das werden wir jetzt mal austesten. Tritt aufs Gaspedal, merkt man auch gleich, dass AMG sich was Neues hat einfallen lassen. Die haben eine Klappenlösung im Endrohr gefunden, um im Komfortmodus die Nachbarn nicht zu sehr zu nerven und auch die soziale Akzeptanz von AMG-Fahrzeugen ein bisschen zu verbessern. Denn ja, wenn man dann im Sportmodus oder im manuellen Modus unterwegs ist, und das werden wir jetzt auch gleich mal machen, wir werden jetzt auch das Fahrwerk erstmal auf Sport stellen, denn im Komfortmodus ist es mir fast noch zu weich dafür, dass ich jetzt ein bisschen AMG-Feeling hier und AMG-Performance genießen möchte. Genauso werden wir mal auf den Sportmodus gehen. Gleich geht die Drehzahl 800 Umdrehungen hoch. Man hört, die Klappe im Auspuff ist gleich schon ab niedrigen Drehzahlen offen. Und man kann schön den sonoren AMG-Sound genießen. Wir haben 2070 Kilo in dieser S-Klasse. Wir haben jetzt hier allerdings die S-Klasse in der Langversion mit Allrad. Das bedeutet, dass AMG den Allrad, den sie hier verbaut haben, im Gegensatz zur Serienversion in der S-Klasse auch nochmal von der Balance verbessert haben. Normalerweise ist 55-45 die Balance, also Kraftverteilung nach vorne 45%, hinten 55%. In der AMG-Version, so ein AMG-Fahrzeug muss natürlich ein bisschen sportlicher sein, da ist die Balance auf 67-33% nach hinten verlagert, dass man eben ein bisschen mehr Performance hat. Das schiere Gewicht hat man natürlich ein bisschen Probleme auf der Bremse. Optional kriegt man natürlich auch noch eine Carbonbremse bei AMG. Wir haben jetzt hier den Stahlanker, der ist auch sehr ordentlich. Aber der wird natürlich, da ist natürlich die Gefahr immer, dass die Bremse sehr schnell heiß wird. Allein durch das schöne Allradsystem, was schön hecklastig ausgelegt ist. Man merkt immer so ein bisschen, wenn man ordentlich am Gas hängt, ihn zieht es dann hinten schön aus der Kurve wieder raus. Also man kann schön mit dem Gaspedal aus der Kurve rauslenken und den Wagen rausziehen. Das bedeutet natürlich, dass in der S-Klasse, in einer Luxuslimousine, jeder Schnickschnack an Technik vorhanden sein muss, den es irgendwie gibt. Ob das jetzt Serie oder aufpreispflichtig ist, das ist natürlich immer noch ja, Sache des Herstellers. Aber wir haben hier natürlich auch ja, eine elektromechanische Lenkung mit Lenkunterstützung. Wir haben hier Spurverlassenswarner, Parktronic, das sind eigentlich alles Sachen, da sagt man ja, hey, in der S-Klasse, klar, das ist alles Serie, das ist alles ja, Standard heutzutage. Und da ist es natürlich auch extrem schwer, immer wieder neue Standards zu setzen. Und da kommt man dann ganz schnell in das Thema Connected Drive oder Intelligent Drive, wie das Mercedes so schön nennt. Das ist jetzt aber, eigentlich muss ich wieder sagen, einer, der ja, von der Gasfraktion ist, der fahrerorientiert und autoorientiert denkt. Der ganze Technik-Schnickschnack, da muss ich gestehen, das interessiert mich, weil ich einfach
überwältigt bin davon, wie das funktioniert. Also wir haben Fußgängererkennungssysteme, Bremstechnologien. Das ist unglaublich, wie die funktionieren, weil eigentlich sind es ja auch Zielerfassungssysteme aus dem militärischen Bereich. Nur, dass die Konsequenz nicht ist, dass dann ein Abschuss stattfindet, sondern die Bremse betätigt wird. Das ist extrem interessant, sich das anzugucken. Aber ich bin immer noch einer, der behauptet, ich brauche das alles nicht. Weil wenn ich in einem Auto sitze, weiß ich, ich muss hellwach sein, um wirklich die Performance von so einem AMG-Fahrzeug auch spüren zu können. Wichtig natürlich an der neuen S-Klasse, besonders am AMG, was ist denn überhaupt neu? Insgesamt ist die AMG S-Klasse bis zu 100 Kilo leichter geworden. Das ist durch verschiedene Maßnahmen zustande gekommen. Also zum einen ist natürlich die gesamte Außenhaut bei der S-Klasse aus Aluminium. Das hat schon mal zu einer Gewichtseinsparung geführt. Mittlerweile ist es auch so, dass die Leichtmetallräder geschmiedet werden und die mittlerweile auch serienmäßig sind. Das hat auch nochmal dazu geführt, ein paar Kilo einzusparen. Eine ganz wichtige Neuerung ist auch, dass die Starterbatterie jetzt eine Lithium-Ionen-Batterie und keine Bleibatterie mehr ist wie herkömmlich. Das hat eben auch nochmal dazu geführt, wieder ein paar Gramm einzusparen. Und dann hat allerdings auch, wie ich eigentlich ganz interessant finde, die Carbon-Technologie in so einer Großserie wie der S-Klasse Einzug gehalten. Denn wenn man hinten im Kofferraum unter der Abdeckung schaut, beim Reserverad, die Mulde, die ist jetzt aus Carbon. Das ist ein ganz interessantes Thema, gleich wieder das ganze Carbon-Thema, denn BMW hat ja jetzt auch auf der IAA den i3 vorgestellt, der wesentlich aus Carbon ist. So wirklich in der Großserie sind diese Carbon-Composite-Werkstoffe noch nicht wirklich angekommen, weil das Hauptproblem ist einfach, die auch industriell zu fertigen. Die müssen aufwendig laminiert werden und wenn man das nicht ordentlich macht, dann können die auch mal gerne brechen und so weiter und so fort. Also das ist echt nochmal so ein Thema, aber bei AMG ist es jetzt mittlerweile immerhin mal mit einem Teil soweit, dass wir diese Carbon-Verbundwerkstoffe auch mal in einer Großserie wie der S-Klasse sehen können. Was natürlich auch noch extrem schön ist bei der S-Klasse, sind die Sitze mit den aktiven Sitzwangen. Die halten einen immer so schön fest, wenn man dann langsam in die Kurve geht, dann kommt quasi wie so eine stützende Hand, so ein bisschen sich befummeln zu lassen. Jetzt haben wir hier natürlich wieder ganz schön Klassiker, die Tunnelnummer. Der knallt auf jeden Fall ordentlich, wobei die S-Klasse natürlich vom AMG-Sound her nicht ganz so krawallig ist wie zum Beispiel eine E-Klasse oder auch die C-Klasse mit dem noch echten Sauger, beziehungsweise der SLS hat ja auch noch den echten Sauger, also heißt 6,208 Liter Achtzylinder, der dann eben noch keine Turbos hat wie jetzt hier. Und insgesamt ist natürlich die S-Klasse auch nicht ganz so krawallig ausgelegt, liegt natürlich daran, dass es auch eine Luxuslimousine ist. Also die S-Klasse, besonders als AMG-Modell, ist natürlich optisch noch ein bisschen aufgehübscht worden, hat noch so einige Carbon-Elemente, die den Wagen natürlich noch ein bisschen aggressiver wirken lassen. Auch die Full-LED-Scheinwerfer sind natürlich noch zu erwähnen, die auch ein Novum sind. Da muss man natürlich fairerweise sagen, dass mit den Full-LED-Scheinwerfern die S-Klasse eigentlich
gar nicht der Technologieführer ist, denn die gibt es auch schon seit der neuesten Generation der 7er Baureihe bei BMW. Aber was ich bei der neuen S-Klasse ganz besonders gelungen finde, ist natürlich die digitalen Tachos hier innen drin. Man hat natürlich nochmal ein genauso großes Bedienfeld auch nochmal fürs Navigationssystem und für das ganze Command. Also man hat natürlich alle herkömmlichen Funktionen, die man von der S-Klasse auch gewohnt ist. Die sind jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet und teilweise auch noch ein bisschen schöner in der Darstellung, dass man das Fahrzeug auf dem Display sieht, wo man sich dann genau seine Sitze und so weiter schön einstellen kann. Die Optik der neuen S-Klasse, die ist natürlich wie immer bei Optik Ansichtssache, deswegen dürft ihr auch wieder mitdiskutieren. Was ist die neue S-Klasse? Ist sie besonders gelungen? Ist sie besonders schön? Ist sie, ja, wie zu erwarten, akzeptabel? Oder wie findet ihr die neue S-Klasse? Schreibt uns einfach Kommentare, diskutiert mit. Und mich interessiert es natürlich sehr, wie ihr das seht. Die meisten wissen schon, ich bin ein Lenkradfetischist. Und bei Mercedes habe ich des Öfteren schon kritisiert, sehr leichtgängige Lenkungen. Und wir haben auch hier wieder die elektromechanische Lenkung, die verbaut ist, und die ist natürlich auch wieder geschwindigkeitsabhängig und wird auch noch elektronisch unterstützt, wie der ganze Name schon sagt. Es ist natürlich, ja, da sind wir wieder beim Thema. Was haben wir jetzt hier? Einen fliegenden Teppich? Haben wir einen Sportwagen? Eigentlich haben wir einen sportlichen fliegenden Teppich und dafür ist die Lenkung absolut in Ordnung, aber sportlich ist sie natürlich jetzt weniger. Wofür ist die S-Klasse gemacht? Und die Stärke der S-Klasse sind sicherlich lange Strecken, die man auf der Autobahn mit Geradeauspassagen und so weiter. Insofern muss die jetzt nicht besonders sportlich und rennstreckentauglich sein. Wobei Ola Källenius, der Chef von Mercedes AMG, auch erzählt hat, dass auch eine S-Klasse in der AMG-Version theoretisch auf der Rennstrecke bestehen können muss. Also aus den Kurven raus beschleunigen, das gefällt mir sehr gut, gerade mit dem Allradsystem. Man hat zwar nicht mehr so die krasse Heckdynamik, wie man das von den AMGs gewöhnt ist ohne Allrad. Unglaublich. Von 0 auf 100, 4 Sekunden. Ich war neulich mit dem Lambo unterwegs, der hat 3 Sekunden. Das heißt, wir sind nur eine Sekunde langsamer unterwegs von 0 auf 100 als ein Lamborghini Aventador. Also da merkt man natürlich schon wieder, dass es ein Sportwagen ist. Wenn wir jetzt allerdings auch, das ist genau ein Thema, was ich noch nicht angesprochen habe. Wir haben hier die 7-Gang-Speedshift drin, die ist schon bekannt. Allerdings, wenn man jetzt nicht allzu beherzt aufs Gas drückt, dann schaltet sie ein bisschen langsam zurück. Man muss wirklich entschlossen draufhauen, dass die dann auch wirklich zurückschaltet und ein bisschen Entschlossenheit walten lässt. Jetzt sind wir hier in Österreich auf der Landstraße unterwegs. Was mich natürlich interessiert, ist erstmal auf die Autobahn zu fahren. Gut, die österreichische Autobahntemperatur haben wir jetzt schon erreicht. Aber hier ist auch so ein bisschen voll. Wir müssen jetzt mal ganz, ganz gemütlich nach Deutschland fahren, um den Führerschein nicht in Österreich zu lassen. Staatsgrenze 4 Kilometer. Ich würde sagen, ab dann können wir Holländer jagen gehen. Staatsgrenze. Unglaublich, wie der schiebt. Also das ist sehr schön. Man hängt natürlich gleich wieder dem nächsten. Wie immer auf der deutschen Autobahn hängst du gleich dem nächsten hinten dran. Und ich bin auch der Meinung, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Von mir aus können alle Ausländer auch wirklich Autobahnmaut in Deutschland bezahlen. Von mir aus können sie auch, um die linke Spur benutzen zu können, die doppelte Automat, die dreifache Autobahnmaut bezahlen. Weil wenn ich mit dem AMG hier ankomme, will ich bitte meine Autobahn auch benutzen dürfen. So, ruckzuck sind wir bei 200. 210 und schon wieder müssen wir bremsen. Aber das ist natürlich so ein bisschen
Das ist alles andere als die Trägheit der Massen. 220, der schiebt immer noch. Bei 5500 Umdrehungen haben wir die volle Leistung von 585 PS anliegen. Danach müssen wir eh wieder bremsen. Das ist unglaublich. Also, ja, da brauche ich mal auf jeden Fall. Ich bin gespannt, dass wir da gleich nochmal ein offenes Stückchen haben. Jetzt können wir erstmal ein Resümee ziehen. Wir sind jetzt 81 Kilometer unterwegs, haben die Landstraße hinter uns gelassen, ein paar Käfer und sind bei ungefähr 15,7 Litern. Allerdings ist die S-Klasse angegeben, wenn man jetzt die ganze Zeit im Komfortmodus sparend und spritsparend unterwegs ist mit Start-Stopp-Automatik, im Idealfall 10,4 Liter. Das werde ich heute einfach mal nicht überprüfen, denn mit der S-Klasse auf der Autobahn, da habe ich jetzt einfach mal andere Interessen. Die S-Klasse kann man theoretisch auch auf 300 öffnen. Die ist natürlich standardmäßig eigentlich bei 250 abgeregelt. Das kostet ungefähr 3200 Euro und einen Fahrerlehrgang inklusive. Und dann kann man den AMG schön auf 300 öffnen. Und da bin ich mal gespannt, ob unser Testwagen dieses nette kleine Feature auch an Bord hat. Jetzt haben wir hier den Striezel Stuck vor uns. Das ist natürlich eine großartige Begegnung. Ich bin gespannt, ob er die Herausforderung annimmt. Aber der hat einen Carrera 4S Allrad Porsche. Bin mir nicht sicher, ob wir mit dem S63 AMG gegen den Striezel Stuck überhaupt eine Chance haben. Aber da können wir mal ganz kurz gucken, ob er uns vorbeilässt. Was Besseres kann eigentlich gar nicht passieren, als auf der Autobahn als Pacemaker Striezel Stuck im Porsche zu haben. Dann wird es auch garantiert noch was mit den 300, die wir heute fahren wollen. Weil Striezel, gut, der hat den 4S Cabrio, der hat maximal eingetragen 294. Wenn wir offen sind, dann haben wir gar keine Probleme. So, jetzt steht er wieder am Gas, sehr früh. Wir haben allerdings Turbo-Power. Das heißt, ich kann schön dranbleiben. Aber ja, das heißt, wir sind jetzt abgeregelt, haben knapp 260 drauf. Aber da muss der Stucki auch schon wieder bremsen. Und jetzt stehen wir hier wieder im Verkehr. Aber bis in den Regler bleiben wir locker dran am Porsche. Sehr schön, das macht doch immer wieder Freude. Man kann hier bei der neuen S-Klasse locker ja, mindestens 150.000 Euro ausgeben. Man kann aber auch locker 200.000 ausgeben oder 250.000, wenn man es dann richtig krachen lässt. Also Individualisierung ist natürlich hier ganz groß ein Thema. Was ich eigentlich ganz schön finde, ist, dass man mit der S-Klasse mittlerweile in der AMG-Version zwei Autos bekommt. Man hat einmal so ein bisschen wirklich die dezente Luxuslimousine, die ganz dezent auch vom Sound ist, weil ich hatte das schon öfter, dass ich, wenn ich mehrere Tage mit einem AMG unterwegs war, dass ich dann irgendwann an ja, so ein bisschen genervt war, weil ich konnte an keiner Ampel mehr wirklich dezent losfahren. Immer haben sich die Leute umgedreht, weil man sofort gehört hat, ja, yeah, geil, AMG. Ich muss auch sagen, vom Sound her absolut schön und in der S-Klasse, die ja wirklich als Luxuslimousine jetzt nicht unbedingt die Krawallschwester unter den Luxuslimousinen sein muss, hat man dann hier mit dem Sportmodus und der Klappenlösung im Auspuff die Möglichkeit, dann auch dieses Fahrerlebnis, und man hört es schon wieder, tritt aufs Gaspedal, unglaublich schön, gerade auf der Autobahn hat es besonders viel Spaß gemacht, wenn man dann im höheren Drehzahlbereich unterwegs war. Ja, AMG steht eigentlich für absoluter Mercedes-Gott, weil die holen aus den Autos nochmal raus, was wirklich drinsteckt.
Wobei in allerletzter Konsequenz, ist wieder mein Lieblingssatz, ganz ehrlich, ich fürchte, ich bin für die S-Klasse noch ein bisschen zu jung, weil mir ist ein bisschen zu wenig Sport und ein bisschen zu viel Komfort. Das ist für S-Klasse, für die Kundschaft wahrscheinlich perfekt. Aber ich bin noch ein kleiner Krawallbruder und deswegen gehe ich jetzt noch die letzten 25% aus dem Tank leer machen, bevor ich ihn wieder abgeben muss. Leider.